Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von unserem Bruder Roland. Dieser Tod erfüllt die Angehörigen und viele von uns mit Schmerz. Wir alle möchten zum Ausdruck bringen, dass wir an ihrer Trauer mittragen. Als Christen leben wir aus dem Glauben, dass der Tod nicht Ende, sondern Beginn eines neuen Lebens ist. Aus diesem Glauben schöpfen wir Trost und Zuversicht. Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes bitten wir um Verzeihung der Sünden. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme. Wende dein Ohr mir zu, auf mein lautes Flehen. Würdest du Herr unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen soll Israel harren auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Signore Pietà, Signore Pietà, Christo Pietà, Christo Pietà, Signore Pietà. Gott, unser Vater, wir empfehlen dir unseren Bruder Roland. Für ihn ist die Zeit der Pilgerschaft zu Ende. Befreie ihn von allem Bösen, dass er heimkehre in deinen ewigen Frieden. Öffne ihm das Paradies, wo es keine Trauer mehr gibt, keine Klage und keinen Schmerz, sondern Friede und Freude mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchten. Lass ihn ruhen in Frieden. Ich weiß, er wollte diesen Weg nicht gehen.
bekommen, verloren, genommen, gegeben, hab gelacht und geheult, mich versöhnt und gestritten. Ich bin am Ziel und es war schön, dieses Leben. Mir geht's jetzt gut, ich bin dankbar für alles. Für jeden gemeinsamen Schritt. Und ihr mich seht, so schließt die Augen. Wollt ihr mich hören, so laut stehen bin. Wollt ihr mich sehen, schaut in die Sterne. Wollt ihr mich hören, kommt an den Fluss. Wenn Musik erklingt, lasst mich bei euch sein. Wenn ihr die Krüge erhebt und feiert Leben so, bei helllichtem Tag wie bei Feuerschein, gedenkt meiner und dann seid bitte froh. Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen. Wollt ihr mich hören, so laut stehen wind. Wollt ihr mich sehen, schaut in die Sterne. Wollt ihr mich hören, kommt an den Fluss. Soll ich ganz nah bei euch sein, schließt mich in eurem Herzen ein. Besucht mich hier an meinem Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in diesen österlichen Tagen hat unser Glaube an die Auferstehung deines Sohnes neue Kraft empfangen. Stärke in uns die Hoffnung, dass wir mit unserem Bruder Roland zum ewigen Leben auferstehen werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinem Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quella della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
bleiben wir vereint für jetzt und alle Ewigkeit. Der Tod kann uns nicht trennen. Halleluja. Denn Gott nahm dich an seine Hand und zeigte dir ein neues Land. Du bist jetzt unser Engel. Halleluja. Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus am Abend des ersten Tages der Woche kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus. Hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das war Evangelium nach Johannes. Amen. Lob sei dir, Christus. Liebe Trauerfamilie Töni, wir Flopsi, lieber Mark, liebe Geschwister, liebe Angehörige, liebe Freunde und Bekannte von Roland aus nah und fern, cari fratelli e sorelle in Christo.
Wohl alle wissen wir darum, dass wir als Menschen sterbliche Wesen sind, dass die Zeit unseres Lebens ein Geschenk Gottes an uns ist und dass niemand von uns blindlings auf diese Erde geworfen wird, sondern das Leben eines jeden seine Bestimmung hat und trotzdem fällt es uns immer wieder schwer, wenn wir letztlich dann am Sarg oder an der Urne oder am Grab eines geliebten Menschen stehen, um Abschied zu nehmen. Gerade in solchen Situationen und Momenten, wenn jemand ganz plötzlich und unerwartet von uns geht. Den passenden Moment, den passenden Zeitpunkt gäbe es nie, das wissen wir. Und trotzdem müssen wir uns dem stellen, müssen wir die Realität wahrnehmen und gilt es gerade auch dann und in diesem Moment, trotz der Schwere, trotz der Tränen, trotz des schweren Abschieds, dankbar auf das Leben eines Menschen zurückzublicken, der uns eine Zeit lang geschenkt wurde, mit allem, was er war und ihn ausgemacht hat, was ihn geprägt und geformt hat und was er war. Der große Urwaldforscher und Theologe Albert Schweitzer hat einmal gesagt, dein Leben hat dann Sinn gehabt, wenn es dir gelungen ist, eine Spur der Liebe des Schöpfers Gottes in dieser Welt zurückzulassen. Lieber Roland, du hast viele solche Spuren zurückgelassen. Denken wir nur, und gerade auch in diesem sind gerade auch viele hier gekommen, an die Spuren, die er als Sportler im Schnee gezogen hat, zurückgelassen hat. Und wo er auch erfahren und erlebt hat, dass nicht immer alles gut und vollkommen ans Ziel führt und dass ein Sieg oder ein Platz vorne viel Können, viel Begabung bedarf, aber auch im vielen Sinne oft Gnade und Geschenk ist. Roland, du hast Spuren in dieser Welt zurückgelassen als Mensch, der integriert war in seinem Heimatort, in seiner Heimatgemeinde, ob jetzt in Trafoi oder hier in Sulden, in den verschiedenen Vereinen. Das hat sich dann auch ja gezeigt,
dass du dann als Schafer viele Jahre tätig warst und darin und dort ist vor allem eine Spur von dir ganz deutlich zum Vorschein gekommen, die dich letztlich sympathisch, wertvoll und wertschätzend gemacht hat. Als Mensch. Und dieses Menschsein hast du tagtäglich versucht, ob gut und manchmal auch weniger gut. Wir wissen schon, der Roland hat da seine Spazettel raubfährt, gell? Aber du hast dieses Menschsein versucht, in Bodenständigkeit, in einer tiefen Wertschätzung für die Schöpfung Gottes und deiner Mitmenschen, ob Anvertraute oder in der Nähe oder weiteren Ferne, zu leben. Diese Liebe, die letztlich Gott uns ins Herz gegeben hat, zu leben in Taten und in Worte. Du warst nicht immer ein Mensch, der groß geredet hat, schon gar nicht über deine Erfolge, die da waren. Du bist deinen Mitmenschen begegnet als ein Mitmensch, der mitdenkt, mitfühlt, mitgestaltet und formt. Und diese Wertschätzung habe auch ich in all den Begegnungen mit dir erfahren und ich weiß, wenn du auch nicht gerade zu denen gehört hast, die oft so oft in der Kirche waren, aber ich weiß, du warst tief verbunden gerade mit den Wallfahrtsort Heilig Dreibrunnen. Ich bin der Überzeugung, dass du dort auch so manche Tränen bei der Mutter Gottes von Heilig Dreibrunnen geweint hast, dass du dort deine Sorgen und Anliegen ihr anvertraut hast, dass du dort den manchmal schweren Lebensrucksack, den wir doch alle auf die Schulter bekommen, manchmal hinstellen konntest, um die Kraft zu finden, manche schwere Steine herauszunehmen und Kraftstärkendes hineinzugeben, damit der Lebensweg besser und leichter gelingt. Wie sehr brauchen wir das? Und ich würde uns alle empfehlen, dass wir das immer wieder auch tun, unseren Lebensrucksack ein wenig abzustellen, nicht nur immer aufzuladen, sondern auch manches, was uns bedrückt und belastet in unserem Menschsein und Dasein, in unseren Beziehungen herauszunehmen. Gerade auch in dieser angstvollen und schweren Zeit dieser Pandemie. Und ich getraue mich jetzt, da etwas zu sagen.
Es ist wichtig und unsere Aufgabe, dass wir einander dabei helfen und Wegbegleiter sind und nicht dann noch über Medien und weiß Gott was, Theorien und Hirngespinste verbreiten und Menschen, die gerade schon schwer am Lebensrucksack tragen, noch zusätzlich belasten und beschweren. Es tut mir leid und weh, dass ihr das auch in letzter Zeit erfahren musstet. Auch ich habe das in meinem Priestersein in diesem Jahr schon erfahren, dass man angeschwärzt wird, obwohl man für andere da war. Lieber Roland, wir möchten dir heute unser ganz herzliches Vergelt's Gott sagen. Vieles bleibt ungesagt, um so manches wissen wir nicht. Aber letztlich wollen wir dich und alles in Gottes gütige Hand legen. Euch, liebe Trauerfamilie, wünsche ich aus ganzem tiefsten Herzen, möge Christus, der auferstandene Herr, euch an der Hand nehmen, gerade in den Zeiten, wo es schwer und hart ist, wo die Tränen fließen, denn auch diese gehören zum Leben, wo es vielleicht euch Angst und Bang um Herzen ist und schwer, dass der auferstandene Herr euch seine heilende und rettende Hand reicht, damit ihr trotz der Schwere und des Abschieds wieder das Licht eines hellen Morgens seht und die Kraft verspürt. Es geht weiter auf andere Weise und der Roland ist euch nahe auf andere Weise. Vom Himmel her, von Gott geschenkt, durch seine Gnade und Liebe. Roland, vergelt's Gott für alles. Fiati, leb wohl für immer bei Gott. Grazie, Roland, per tutto. Per tutto questo che hai fatto tu, per la tua famiglia, per tutti i cari e tuoi amici. Viva per sempre nel regno di Dio e dell'amore di Cristo. Ciao. Amen. Gott und Ursprung unseres Lebens, im Geheimnis des Glaubens ist verborgen, die Verheißung der Fülle und der Erfüllung unseres Lebens in dir. Das ist unser Trost, unser Dank und unsere Hoffnung, so bitten wir dich. Für alle, die der Tod von Roland unendlich traurig macht, seine Frau Flopsi, seinen Sohn Mark mit Familie, seine Geschwister, Angehörige und Freunde und alle, die Roland in irgendeiner Weise verbunden waren,
dass in der Dunkelheit dieser Tage der Schimmer von Menschlichkeit und Hoffnung wie ein heller Stern aufleuchtet. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, schaue auf alles Gute, was das Roland in seinem Leben getan hat. Wir alle möchten es ihm heute hier und jetzt nochmals danken. Erlöse ihn von allem, was ihn von dir trennt, und vollende den Weg, der einst mit seiner Taufe begonnen hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Roland war tief verwurzelt in unserem Land, besonders hier in Sulden und Trafoi. Der Erhalt von Tradition, Freundschaft, Familie und Heimat war ihm wichtig. Nun darfst du, Roland, mit all deinen Lieben, die dir vorausgegangen sind, bei Gott, unserem Schöpfer, für immer sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Per i malati nel corpo e dello spirito, perché la fede del Signore crocifisso e risorto li sostenga nella prova e nel dolore e dia forza alla carità di chi si prendere cura di loro. Preghiamo, Padre della vita, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché l'Eucaristia che le celebriamo alimenti in noi la gioia di camminare insieme verso l'incontro con il Cristo risorto nella Pasqua eterna. Preghiamo, Padre della vita, ascoltaci. Herr, erwecke neu unseren Osterglauben, dass dein Sieg über die Ausweglosigkeit des Todes ausstrahlt und unsere Verstorbenen erfasst und hineinträgt in dein unzerstörbares Leben. Und lass auch uns, wie Roland, stets an die Liebe und Barmherzigkeit Gottes festhalten. Wir bitten dich, erhöre uns. Mit all diesen ausgesprochenen Bitten und in allen persönlichen Anliegen, die wir auf dem Herzen haben, rufen wir dich an in unserer Trauer und Ohnmacht und bitten dich um deine Hilfe durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Es gibt da Lust im Leben.
zum Sanctus 775. Bete, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, schau gütig auf unsere Gaben. Nimm deinen Diener Roland auf in die Herrlichkeit deines Sohnes, mit dem auch wir durch das große Sakrament der Liebe verbunden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist das Heil der Welt, das Leben der Menschen, die Auferstehung der Toten. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus seinem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es,
reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes, der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen, dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Ivo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Bruders Roland, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört der Christus an, ihm ist er gleich geworden im Tod, lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus,
Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Der Leib Christi, der Leib Christi, der Leib Christi, der Leib Christi. Thank you.
Liebe Familie Töni und Freunde, sehr geehrte Trauergemeinde, cara Familie Töni, cari amici, gentili qui presenti. Es war am letzten Tag im März, einem sonnendurchfluteten Vormittag, einem der vielen in diesem für Sulden so ungewöhnlichen Winter, als sich das große Christuskreuz auf dem Bild am Dorfeingang unterm Ortler ganz besonders schön gegen den tiefblauen Himmel abhob. Und es war mitten in der Karwoche, beim Anblick des Kreuzes kam mir der Gedanke des ehemaligen Bischofs von Innsbruck, Karl Reinhold Stecher, in den Sinn: Viele Wege führen zu Gott, einer über die Berge. Es war genau um jene Zeit, als du, lieber Roland, diesen Weg bereits eingeschlagen hattest. So, als ob du mit deiner Schafherde oberhalb von Trafoi über den Kleinboden, die obere Datscher Alm und den Steig zum Goldsee in Richtung Stützer Joch ziehen wolltest. Diesmal war der Weg aber ein anderer, steiler, fast unüberwindbar. Man hatte alles versucht, ihn noch durch ärztliche Kunst erträglicher zu machen, dich vor den schweren Folgen der so plötzlich aufgetretenen Gehirnblutung zu retten, dir zu helfen, dich zu heilen. Doch deine Zeit war gekommen. Du musstest den beschwerlichen Weg über die Berge jetzt gehen, alleine, in den Tagen, die an das Leiden des Herrn am Kreuz erinnern. Und du bist am Ostersonntag, dem Tag der Auferstehung, an deinem ewigen Ziel angelangt. Für alle, die dich kannten, immer noch unvorstellbar. Für deine Familie ist die Welt auf einen Schlag zusammengebrochen. Liebe Flopsi, lieber Marc, mit Melanie, Erik, Emma und Aaron, ihr habt den Begleiter, den Vater, den liebenden und treusorgenden Opa verloren und hattet nicht mehr die Möglichkeit für ein letztes Wort, für einen herzlichen Gruß, für einen lieben Kuss. Jede noch so gut gemeinte Beileidsbezeugung kann euren Schmerz kaum lindern. Sogar eine Umarmung, ein tröstendes Händeschütteln, ja die menschliche Nähe bleibt in dieser Zeit der Pandemie versagt. Unser tiefes Mitgefühl gilt der ganzen Familie. Wir sind heute zusammengekommen, um der Persönlichkeit von Roland Töni zu gedenken, der durch seine sportlichen Leistungen, aber auch durch seine offene, kumpelhafte Art, wie sich sein Freund und Wegbegleiter Paul ausgedrückt hat, Geschichte machte. Über Rolands Werdegang und die Erfolge im Skisport wurde viel geschrieben und wird auch weiterhin in Presse, Funk und Fernsehen und in den sozialen Netzwerken berichtet werden. Das müssen wir wohl oder übel den modernen Medien überlassen. Beschämend ist aber, dass sich unter die objektive Berichterstattung gerade hier und in den Tagen der Trauer auch folgenschwere Unwahrheiten mischen. Wir wollen uns jetzt aber in der Stunde des Abschieds bedanken für das Ansehen, das du, lieber Rolli, deinen Freunden, Kollegen, Mitstreitern, den Nicht-Nachbarn und den Bürgern in deinen Heimatorten Trafoi und Sulden, ja der gesamten Gemeinde Stils, beschert hast. Töni, der Name deiner Vorfahren, dein Familienname, ging und geht noch immer um die ganze Welt. Du hattest als Sportler viele interessante Persönlichkeiten kennengelernt und die guten Verbindungen über Jahre genutzt, um Südtirol und das Ortlergebiet mit seiner Schönheit bekannt zu machen. Deine Präsenz und deine Unterstützung bei Veranstaltungen, denken wir nur an die Skitestwoche, die du immer begleitet hast, waren eine unbezahlbare Hilfe, um das Produkt Skisport rund um den Ortler besser zu vermarkten. Man konnte mit dir über vieles philosophieren, über den Sport, das Leben, die Liebe zur Natur, zu den Bergen. Immer humorvoll und unterhaltend, ein großes Geschenk. Politik war nicht deins. Du warst in der Welt des Wintersports
wie auch im Sommer beim Fußball zu Hause, und vielen Kollegen, Mitstreitern, aber vor allem der Skijugend als Athlet ein guter Berater und großes Vorbild, auch den Kleinsten, eben ein guter Kumpel. Dafür wollen wir dir und deiner Familie Dank sagen. Wir sind uns heute aber auch bewusst, dass es uns verwehrt bleibt, dich im kommenden Jahr, das heißt ganz genau 50 Jahre, nachdem du deine großen sportlichen Erfolge errungen hattest und mit einer Bronzemedaille von der Olympiade aus Sapporo zurückgekehrt warst, zu feiern und zu ehren. Das stimmt uns sehr traurig. Es zeigt wieder einmal, dass unser letzter Weg vorgezeichnet ist und man nicht selbst bestimmen kann, wann er gegangen werden muss. Dass man eben nichts auf die lange Bank schieben soll. Aber wir wissen und darauf vertrauen wir, viele Wege führen zu Gott. Den einen über deine geliebten Berge bist du, lieber Rolli, uns nun vorausgegangen. Du bist angekommen. Schau nun auf deine Familie herab, behüte sie. Schau herab auf deine Geschwister und Angehörigen, deine Freunde, auf die Sportler, auf die Trainer, auf die Sporteinheit der Finanzwache, auf die Skiverbände und Skischulen, auf den Skifahrernachwuchs, auf die Bergführer und Bergretter, auf die Jägerschaft, auf die touristischen Einrichtungen mit ihren Mitarbeitern, auf die Vereine, denen du freundschaftlich verbunden warst, und auf die vielen, vielen Sulner Gäste, die sich von dir beraten ließen, dir gerne zuhörten, dir vertrauten, deren Weg du zu dir in euer Sportgeschäft und in den Skiverleih oft der erste nach ihrer Ankunft war. Schau zurück auf die geliebten Schafherden, die du als umsichtiger Schäfer gestärkt und möglichst unversehrt nach jedem glücklichen Bergsommer von der Alm zurückgebracht hast. Dafür sind dir die Bauern und Schafzüchter ganz besonders dankbar. Era l'ultimo giorno di marzo, una mattinata assolata, come tante in questo inverno insolito per Solda, quando i contorni della grande croce con il Cristo di legno sotto l'Ortler all'inizio del paese risaltarono in modo meraviglioso contro il cielo blu intero. Era nel mezzo della settimana santa e mi è venuto improvvisamente in mente il pensiero dell'emerito vescovo di Innsbruck, Reinhold Stecher. Molte strade portano a Dio, una attraverso le montagne. Ed è stato proprio in quel momento che tu, caro Roland, avevi già intrapreso questa strada, come se volessi incamminarti con il tuo gregge di pecore sopra Trafoi, dal rifugio Forcola, oltre il lago d'Oro verso lo Stelvio. Questa volta però il sentiero era diverso, più ripido, quasi insormontabile. Tutto era stato tentato attraverso l'arte medica per renderlo per te sopportabile, per salvarti dalle gravi conseguenze dell'improvvisa emorragia cerebrale, per aiutarti a guarire. Ma il tuo momento oramai era arrivato. Dovevi percorrere l'ardua via della montagna, adesso, da solo, proprio nei giorni che ricordano la sofferenza del Signore sulla croce. E hai raggiunto la tua meta eterna la domenica di Pasqua, il giorno della risurrezione. Ancora inconcepibile per tutti quelli che ti conoscevano. Il mondo intero è crollato per la tua famiglia in colpo solo. Cara Flopsy, caro Marco, Melanie, Eric, Emma e Aaron, avete perso il compagno di lunga data, il papà, il vostro amorevole e leale nonno, e non avete più avuto occasione per l'ultima parola, per un caro saluto, per un bacio, addio, da Dio. Neppure le condoglianze più sentite difficilmente possono alleviare il vostro dolore. Anche un abbraccio, una stretta di mano e la vicinanza umana sono negati in questo periodo di pandemia.
Siamo vicini nel profondo dolore a tutta la vostra famiglia. Ci siamo però riuniti qui per commemorare Roland Töni, un personaggio che ha scritto la storia non solo grazie ai suoi successi sportivi, ma anche grazie ai suoi modi accoglienti e da buon compagnone, come ha detto il suo amico di lunga data e compagno Paul. Molto è stato scritto a proposito del suo successo nello sci, nella sua vita, e molto continuerà ad essere reso pubblico su giornali, alla radio, in televisione e nei social network. Dovremmo però lasciare questo compito ai mass media. È vergognoso, tuttavia, che delle falsità e dei fake news siano mescolate tra informazioni oggettive, proprio ora, in questi giorni di grande lutto. Oggi, nell'addio, vogliamo invece ringraziarti per la notorietà e stima che tu, caro Rolly, hai regalato ai tuoi amici, colleghi, compagni di gara, ai tuoi vicini e a tutti i valigiani di Trafoi e Solda, direi all'intero comune di Stelvio. Il cognome dei tuoi antenati, il tuo cognome Töni, gira e continuerà a girare il mondo. Da atleta hai conosciuto molte personalità interessanti e negli anni hai fatto valere i tuoi buoni contatti per far conoscere a tanti le bellezze del Sud Tirolo e la regione dell'Ortler. La tua presenza e il tuo supporto ai grandi eventi, basti pensare alle settimane dello SciTest, ai quali hai dato peso con la tua presenza durante molte edizioni, sono stati un aiuto prezioso per commercializzare al meglio il prodotto sciare intorno all'Ortler. Sei stato considerato da tanti un po' il filosofo dello sport, della vita, dell'amore e quello della natura, sempre di buon umore, un gran dono. La politica non ti attirava. Eri di casa nel mondo dello sport invernale, ma anche in quello estivo, per esempio nel calcio, e sei stato consulente e modello per molti colleghi, compagni di gara, ma soprattutto per i giovani, anche per i più piccoli. Appunto, sei sempre stato il buon compagnone. Vogliamo ringraziare te e la tua famiglia per tutto ciò. L'anno prossimo avremmo voluto festeggiare con te il 50° anniversario della tua medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sapporo, oltre a tanti altri grandi successi. Questo ci rende molto tristi. Mostra ancora una volta che i nostri percorsi sono tracciati e che non si può decidere quando è arrivato il momento di andarsene. Meglio fare le cose subito. Ma quello che sappiamo e in cui crediamo è invece che tante strade portano a Dio. Tu, caro Rolly, ci hai ormai proceduto su quella che attraversa le tue amate montagne. Sei arrivato alla tua meta. Guarda ora dall'alto alla tua famiglia. Proteggila. Guarda dall'altro le tue sorelle, i tuoi parenti, i tuoi amici, il corpo delle Fiamme Gialle, gli atleti, gli allenatori, le associazioni e le scuole di sci, con i giovani sportivi emergenti, le guide alpine e i membri del soccorso alpino, ai compagni di caccia, a tutte le infrastrutture turistiche e di loro dipendenti e ai tanti, tanti turisti ed ospiti di Solda che si erano rivolti a te per un consiglio, che avevano gradito ascoltare le tue storie e che si sono fidati di te. Guarda indietro agli amati greggi di pecore che tu, da prudente pastore, hai riportato a valle dall'alpeggio, sani e salvi, dopo ogni felice estate in alta montagna, periodi divenuti sempre più significativi per te negli ultimi anni. I contadini e gli allevatori di pecore della zona ti sono particolarmente grati per questo. Ora guarda Trafoi e Solda dall'alto. Grazie Rolando. Ciao. E riposa in pace.
Schau nun herab auf deine Heimat, auf Heu und Sulden. Danke, Rolli, für alles. Leb wohl und vierte. Wir singen 908. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert für unseren Bruder Roland. Führe ihn vom Tod zum Leben, aus dem Dunkel in das Licht, aus der Bedrängnis in deinen Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir wollen nun gemeinsam die Verabschiedungsfeier für den Roland hier in der Kirche feiern. Am Ende, wenn dann die Menschen Abschied nehmen von Roland, bitte ich zuerst jene hier in der Kirche und dann erst draußen jene, die vor der Kirche sind. Aufgrund der Bestimmungen bitte ich auch, das persönliche Handreichen davon abzusehen. Danke für dieses Verständnis, für alles Wohlwollen und für die gute Wegbegleitung.
zum Paradiese, mögen Engel dich geleiten, bei deiner Ankunft, die Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Soll ewiges Leben dich erfreuen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, er, der dich behütet, schläft nicht. Der ist dein Hüter, der gibt dir Schatten, er steht dir zur Seite. Der behüte dich vor allen Bösen, er behüte dein Leben. Der behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit. Zum Paradiese möge denken dich gelassen. Bei deiner Ankunft, die Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Chöre der Engel mögen dich empfangen und durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen. Wir nehmen Abschied von unserem Bruder. Wir tun es im Glauben an die Auferstehung und bitten, Christus, nehme ihn auf. Er hat ihn erlöst, er steht bei ein beim Vater. Christus leuchtet ihm als ewiges Licht. Die Liebe aber, die uns mit ihm verbindet, möge fortdauern in der Gemeinschaft der Heiligen. So spricht der Herr, der dich erschaffen. Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich. Ich rufe dich bei deinem Namen, mein bist du. Wir übergeben die Asche der Erde. Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder Roland zum Leben erwecken. Im Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft, der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war Gottes Tempel, der Herr schenke dir ewige Freude. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, sei aufgerichtet über deinem Grab. Der Friede sei mit dir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und glaubt an mich, wird den Tod nicht schauen in Ewigkeit. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Macht hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig
alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die Märzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und glaubt an mich, wird den Tod nicht schauen in Ewigkeit. Lasst uns das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus anrufen für alle Verstorbenen. Christus, Erlöser der Welt, reinige sie von Schuld und Sünde. Wir bitten dich, erhöre uns. Vollende sie in deinem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für jene, die um diesen Verstorbenen trauern. Tröste sie in ihrem Schmerz. Wir bitten dich, erhöre uns. Festige ihren Glauben und stärke ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns selber und alle Lebenden, besonders für den aus unserer Mitte, der als erster dem Verstorbenen vor das Angesicht Gottes folgen wird. Schenke uns Reue und Umkehr. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasset uns beten, wie der uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, unser Gott, du bist alle nahe, die zu dir rufen, auch wir rufen zu dir aus Not und Leid. Lass uns nicht versinken in Mutlosigkeit und Verzweiflung, sondern tröste uns durch deine Gegenwart. Gib uns die Kraft deiner Liebe, die stärker ist als der Tod. Mit unseren Verstorbenen führe auch uns zum neuen und ewigen Leben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass ihn ruhen in Frieden. Allen ein ganz herzliches Vergelt's Gott für ihre Dienste, für die Teilnahme, für allen Beistand. Grazie a tutti. Den 7. für den Roland feiern wir am Sonntag, den 18. April.
um 10.30 Uhr. Der Herr sei mit euch. Der lebensspendende Gott schenke euch Segen und Heil. Er lasse euch erkennen die Wege der Gerechtigkeit. Amen. Er stärke euren Glauben an das Gute in jedem Menschen, damit ihr seine Boten seid für Versöhnung und Frieden. Amen. Er lege in euren Mund Worte der Barmherzigkeit und Güte, schenke euch Menschen, die euch verstehen. Amen. Das gewähre euch der dreinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott im Herrn.